Hey Kinder, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Und wir sind hier bei Nemo oder Jamo? Nee, Nemo, ich glaube, so heißt der Junge. Der hat, jeden Tag soll der Aufgaben haben für einen. Wenn man die gelöst bekommt, dann... Wenn es eine Belohnung dafür gäbe, eine Banditenbande auszuheben, wärst du interessiert? Bringe mir mein Pferd. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Ja, das wissen wir ja. Gut. Ja, dann räumen wir mal das Banditenlager, würde ich sagen. Ne? Oh, hinten, das sind doch die Cheops-Pyramiden, oder? Einfach eine richtig Gib schöne den Weg, fragst du da! Wie das halt aussieht, so außerhalb der Wüste. Guck mal, das ist ja hier das Lager, kennen wir aber schon. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Warum nicht? So, den kriegen wir doch von hier, oder? Einen von denen haben wir. Da haben wir noch einen von denen. Hey! Frisst das, du Rat! Komm! Der andere hinter dem Felsen ist, hat er das anscheinend nicht mitbekommen. Nice. Nee, das Auftrag ist erledigt. Ich gehe zu ihm. Straße folgen. Nehmen wir mal ein anderes Pferd. Unseres wollte halt mal ein bisschen in der Wüste bleiben. Ui, da bin ich mal gerade wieder so eine Patrouille da hinkommen. Die letzte Patrouille, die war ja übelst. Na, einfach mal irgend so ein Dude, der einfach vom Level her so weit über mir ist, direkt ein Totenkopf. Und das im zweiten Gebiet, ja. Sehr interessant, dass hier auch Linksverkehr ist wie im England. Was übrigens die ursprüngliche Variante ist. Also nicht die Engländer sind tatsächlich auf der falschen Seite, sondern wir. Weil früher wurde immer links gefahren. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. So. Deine Bezahlung, wie versprochen. Ja. Wir sind direkt wieder aufgestiegen. Fähigkeiten. Oh, zwei Punkte haben wir. Was nehmen wir denn? Oh, nice. Was ist das denn hier? Wo bin ich hineingeraten? Die sieht
Sieht aus wie so eine Assassine, ne? Auch mit diesem Weiß-Rot. Und Gelehre. Nur wo muss man hier hin? Oh. Na, jetzt aber. Ach. Warte mal. Geh mir aus dem Weg! Batz! Ich zieh dir erstmal einen über den Latz. Jetzt sag mir nicht, die sind da auch noch bei dem Banditenlager. Dann bin ich innerhalb kürzester Zeit dritte Mal bei dem Banditenlager. Das wäre jetzt ein bisschen seltsam. Ah ne, ist ein bisschen weiter vorne. Kommt mir entgegen sogar. Oder? Jo, kommt mir entgegen. Das sind hier die. Du wirst sterben! Ne, ich glaube nicht. So. Tut mir leid. Tja, wir haben gerecht. So, und da wir gerade hier sind, reist. Machen wir das dann noch. Zack, nichts wieder hin. Ach, haben wir den Vogel jetzt auch abbekommen. Einfach mal so. Oder Senu hat wieder mal gejagt, ohne dass ich es mitbekommen habe. Cool ist ja auch, jeder kennt ja bestimmt so aus den Filmen aus Ägypten, dass sie Kamele benutzt haben zum Reiten und Kämpfen. Und Kamele sind ja jetzt nicht so schnell wie Pferde oder so leicht zur Hand haben wie Pferde. Aber sie hatten einen großen Vorteil gegenüber den Pferden. Du musst mir helfen! Ich befehle es! Ich habe meinen Mann seit gestern nicht mehr gesehen. Hilf mir, ihn zu finden! Ja, das ist ja kein Problem. Aber Pferde verabscheuen Kamele. Bitte! Mein Ehemann ist in Medjay. Hilf mir! Ich bezahle dich auch! Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. So, Dude, ich leih mir mal grad hier das Boot, ja. Ui, ui. Ein bisschen zu weit gewendet. Ah, ich verstehe. Also wenn du hier nach E oder nach D oder W klickst, was ist das denn? Dann kannst du
Kannst du das Boot so dauerhaft lenken in die Richtung? So, der macht jetzt nämlich dauerhaft ganz leicht einen Kreis nach rechts. Ja. Das ist eine interessante Steuerung. Das wird Claudius sein. Ich? Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika? Warum seid ihr so wütend? Oh Gott, ich glaube, ich werde sein. Hey, hey. Okay. Hey, du! Hallo! Mensch! Bleib, wo du bist! Die Krokodile sind tot. Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich habe eine Frau? Meine Mutter wird so glücklich sein. OMG. Ich bring ihn später zurück. Du bist so. Jetzt steig auf, komm. Ja. Vor allem. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeit. Und irgendeine Person. Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal. Können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch! Meine Freundin in der Stadt wird mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Ja, deiner. Also das verstehe ich nicht. Wie verheiratet? Ich bin auch Jungfrau. Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Aber du verstehst das nicht. Jede Frau, die ich jemals versucht habe zu... Na bitte, sei still. Ach, tut mir leid. Die frische Luft hier am Fluss tut mir richtig gut. Mein Kopf wird schon sehr viel klarer. Freut mich. Mein geliebter Mann. Da bist du ja, mein Liebster. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen. Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht nicht! Die töten mich! Zeig ihm, was passiert, wenn man seine Frau betrügen will. Bitte, hilf mir! Vergiss ihn, das ist nur ein dummer Griech. Sie haben unserem Land schon genug gestohlen. Ja, Sohn! Meine Brüder! Du hast meine Brüder erschlagen! Dabei solltest du mir helfen! Nicht ihm. Danke. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Und mein Geld.
In Zukunft, sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Betrunken machen und heiraten, ne, das ist ja mal... So muss das sein, ne? Das habe ich noch gar nicht, ne? Warte mal. Wir setzen das mal gerade rein. So, die Aussichtsplattform. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Ich finde ja die Amphoren so geil, ne? Obwohl ich mich echt frage, was das halt für einen Vorteil hat, die Amphoren so zu bauen. Ah ne, warte, ich glaube, das hat ja mit den Schiffen zu tun, die die Amphoren beladen hatten. Hinten in der Nähe versteckt ein Papyrus. So, jetzt haben wir hier nämlich auch eine Schnellreiseoption. Das ist mal gut. Da hinten, das sieht sehr griechisch aus, muss ich sagen. Ich muss mal diesen Papyrus mal finden. Hier ist gar nichts in der Nähe. Ehrlich? Mensch. Ich will echt nicht viel. Wir sind gerade diesen einen Papyrus. Ist ja echt nicht so schlimm, oder? Nee, ich auch nicht. Die mit den Leopardenfell, das sind immer die Priester. War da was? Guck mal, wie sie hier alle pennen. Alle unter freiem Himmel. Oh. Ah, hier bin ich schon wieder draußen. Oh, Leute! Das ist doch nicht so schlimm, hier mir gerade mal den Papyrus überlassen. Nee, das hatten wir schon. Da haben wir ein paar Sachen. Na, guck doch mal an. Sonst hier nicht, ne? Aber hier oben. So. Einige hundert Meter in Yamu. Ah, ich habe ihn gefangen. Hier in einem Ort werden Rondo ist es voller Dattelpalmen, umgeben von der Wüste und einer. Okay. Aber ich hatte doch eben noch. Ey, du sollst hier hochklettern. Kannst du nicht. What the? Es Hanechero? Oh, Abiyahu. Ja, da war keine Absicht. Entschuldigung. Kann ich hier hoch? Bitte sag ja. So, jetzt sind wir hier. In dem Raum. Ich muss noch eins hoch.
What the fuck? Du sollst einfach nur da hoch, nicht runter. Mensch. Ach so, das war das hier. Ah, ich dachte, das wäre etwas Wichtiges. Ja. So, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir denn da rein, ey? Ah, okay, ich sehe es gerade. Schon sind wir hier drin. Da sind sie. Sehr schön. War jetzt nicht unbedingt so extrem viel, aber naja. Wenn wir hier schon mal hier sind, ne? Gut, Kinders. Würde ich sagen. Ist halt die Frage. Nee, ist gar nicht die Frage. Also die Insel dort will ich auf jeden Fall erkunden. Ja. Wenn wir da schon auf der Insel sind, dann gibt es da hinten bestimmt auch noch was für uns zu tun. Was ist da mit dem Ausrufezeichen aus? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, da werden wir uns auch noch drum kümmern. Also, Insel, Ausrufezeichen, Insel. Ja. Also, zwei Inseln und ein Ausrufezeichen werden wir nächste Folge wohl hinbekommen. Und dann gehen wir hier rum, einmal um den ganzen See herum. Ach du Scheiße, ja, das wird viel. Das wird so richtig viel und ist unmöglich, weil wir das Gebiet gar nicht begehen können. Also da hinten die Stadt, die ist noch für uns tabu. Ja, aber hier hinten, da können wir hin. Das wäre auch noch eine Variante, gerade mal da hinten rein zu gucken, um den Schnellreisepunkt zu öffnen für uns. Hier haben wir die Schnellreisepunkte. Was das da ist, würde ich gerne schon wissen, ne? Aber naja. Gut, bis dann.